Dann würde ich jetzt Tatjana aus Kolumbien bitten und sie kann uns direkt berichten, was da vor Ort gerade passiert. Okay, hi. So, ich bin Tatjana, ich komme aus Kolumbien und gerade passiert was sehr... Okay. Gerade passiert was sehr traurig in Kolumbien. Dafür muss ich euch erklären, dass der Freihandelsabkommen in 2011 untergeschrieben wurde zwischen USA und Kolumbien. Um die Bedingungen von den USA zu erfüllen, musste Kolumbien Gesetze verändern. Eine von diesen Gesetzen war die 9,70. Dieses Gesetz deutet, dass die Bauern nicht mehr natürliche Samen einpflanzen dürfen. Das heißt, sie müssten nur offizielle. Sie dürften nur offizielle. Alles Mikrofon? Okay. Así es, ¿eh? No. Ok. Okay, nochmal. Dieses Gesetz, die 9,70, wurde hinzugefügt zu den Gesetzen in Kolumbien. Diese Gesetze deutet, dass die Bauern nicht mehr natürliche Samen einpflanzen dürfen. Das heißt, sie dürfen nur offizielle Samen einpflanzen. Diese Samen werden nur von 5 Firmen hergestellt. 5. Und eine von denen ist Monsanto. Alle Firmen produzieren GMOs, also genetisch manipulierten Organismen. Was das für die Landwirte bedeutet, ist, dass sie müssen ihre ganze Art, die sie für Generationen benutzt haben, zu verändern. Sie müssen noch dazu mehr Geld investieren an die Arbeit. Die Kosten steigern. Diese Samen kosten 4-mal so viel wie normale Samen. Und um die Samen richtig einpflanzen zu können, müssen sie noch mehr ein großes Paket kaufen. Maschinen, Erde, Pestiziden. Das Ergebnis davon ist eine kontinuierliche finanzielle Ruin. Diese Situation hat im Juli 2013 zu der größten Demo, die es in Kolumbien je gab, geführt. 20 Tage lang haben die Landwirte nicht mehr gearbeitet, um in die Öffentlichkeit zu demonstrieren. 60% der Bevölkerung in Kolumbien sind Landwirte. Fast 70% gehören zur Nahrungsproduktionskette. Andere Kolumbianer haben den unterstützt, Familien, Arbeiter, Studenten. Für einen Monat lang sind viele Kolumbianer protestieren gegangen. Der Staat hat sich unter Druck gefühlt und führte Gespräche mit den Landwirten. Sie haben es geschafft, das Gesetz zu pausieren, nicht zu verändern und nicht zu löschen. Aber sie haben es geschafft, zu pausieren. Ich glaube nicht an die kolumbianische Presse. Ich glaube, dass wir die Presse sein können. Und dann, unter anderem mit das Internet. Das passiert nicht nur in Kolumbien. Das passiert auch in Afrika, in Asien und im Rest von Südamerika. Gebiete, wo die Landwirte teilweise mit sozialen Problemen, Armut und Krieg zu kämpfen haben. Deutschland ist hoffentlich noch entfernt davon. Aber das heißt nicht, dass wir uns damit nicht beschäftigen sollen. Ich
lade euch heute ein, nicht nur um zu demonstrieren, damit wir die Möglichkeit als Konsumenten haben, zu entscheiden, was wir essen wollen oder nicht, sondern dass auch die Landwirte die Chance haben, selbst zu entscheiden, was sie anpflanzen wollen. Vielen Dank für das Zuhören.